Guten Morgen, liebe Radfreunde, oder gute Nacht, ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Es ist jetzt nämlich 1.40 Uhr, morgens 1.40 Uhr. Wir werden jetzt gleich ins Auto steigen und werden nach Österreich fahren, denn wir wollen die nächsten paar Tage den Tauernradweg fahren. Es geht schon wieder los. Also ich würde sagen, wir fahren los, bevor jetzt einen großen Blödsinn sagen, wir trinken noch unseren Kaffee und dann geht's los. Bis gleich in Österreich. Wir sind jetzt in Zell am See und laden unsere Fahrräder voll. Aber jetzt geht es erstmal noch mit der Lokalbahn hier weiter. Mit der Finzgauer Lokalbahn oder irgendwie so heißt die. Und da müssen wir noch bis Grimmel. Und von Grimmel gehen wir dann noch zu die Wasserfälle und da starten wir dann die Radtour. Jetzt also voll aufladen und dann zum Bahnhof. Wir haben die Pinzgauer Lokalbahn gefunden, aber es ist noch relativ kalt heute Morgen. Wir fahren mit der Bahn jetzt gleich etwa 1,5 Stunden und danach wird es dann aber mal Zeit für ein Frühstück. Da wäre ich auch dafür. Ja, Freunde, wir sind jetzt in Grimmel am Bahnhof. Jetzt gucken wir, dass wir hier noch einen Kaffee kriegen. Da vorne ist ein Automat, vielleicht können wir da was ziehen. Ein bisschen was zum Essen hätten wir auch gern. Und dann geht es noch 4 Kilometer bis zu die Wasserfälle hier in Grimmel bei die Wasserwelten. Da ist der Start dann vom Tauernradweg. Das gehen wir jetzt an. Dann solange wir uns hier jetzt unser Pseudo-Frühstück reinziehen, weil wir haben noch kein Brezel gekriegt, werde ich euch mal was über den Weg erzählen, über den Tauernradweg. Da gibt es 2 Varianten laut Bikeline und ich tue mal geschwind eine Karte einblenden. Die eine Variante geht hier von Grimmel nach Zell am See, St. Johann, dann nach Salzburg. Von Salzburg weiter nach Braunau und von da nach Passau. Das ist quasi ein Weg durch. Und wir nehmen aber die andere Variante, das ist ein Rundweg. Und der führt auch von Grimmel hier nach Zell am See. Dann gehen wir auch St. Johann, gehen auch Salzburg. Aber von Salzburg geht es dann im Salzachtal oder Saalachtal. Saalachtal heißt es. Im Saalachtal geht es dann wieder zurück. Nach Zell am See. Das werden so circa 300 Kilometer sein, der Rundweg, den wir machen. Und wir haben uns da jetzt mal 4 Tage vorgenommen und hoffen, dass das dann auch klappt in den 4 Tagen. Heute wollen wir, ich kann gerade wegen dem Karten einblenden, bin gleich nochmal einblenden. Aber ich schwitze. Wir sind schon über 8 Stunden jetzt unterwegs und noch keinen Meter mit dem Fahrrad gefahren. Ich bin schon total kaputt. Also, ich kann gleich nochmal eine Karte einblenden, nämlich was wir heute fahren. Heute fahren wir nämlich zuerst zu die Wasserfälle und dann fahren wir von die Wasserfälle runter, wieder zurück bis Zell am See und da gehen wir auf den Campingplatz. So ist der Plan. So, und jetzt trinken wir den Kaffee. Ja, jetzt sitzen wir mal wenigstens auf dem Sattel und jetzt geht's los. Es ist nur eisig kalt, aber wir haben ja Handschuhe dabei und sind ziemlich gut anzogen. Und ein herrlicher Blick gleich hier. Es geht hier schon mächtig hoch zu den Wasserfällen, aber so arg weit kann es nicht mehr sein. Ja, jetzt sind wir fast oben.
Und es ging jetzt schon ganz schnächtig hoch. Der Joschi ist noch am Kämpfen. Und für alle, die es interessiert, ich werde die Tour wieder aufzeichnen und werde die auf meiner Webseite wieder bereitstellen. Der Link, wie immer, unten in der Infobox. Schaut mal rein, falls euch der Weg interessiert. Und wir gucken, dass wir jetzt da hochkommen. Der Rest voll. Jetzt fahren wir quasi der gleiche Weg wieder zurück, wie wir zu den Wasserfällen gefahren sind. Recht unsinnig, aber wir wollten einfach mal am Start sein vom Tauernradweg und nicht 5 Kilometer vorher anfangen. Das war es uns jetzt wert, hier hochzuradeln. Und bitterkalt ist hier im Wald. Wir hoffen, dass wir bald in die Sonne kommen. Hier sieht man, ist alles noch zusammengefroren. Die Bank auch noch eingefroren. Aber die Sonne kommt langsam raus, die wärmt uns jetzt gleich. Jetzt fahren wir hier durch Wald im Pinzgau und die Sonne hat uns jetzt erreicht. Langsam wird es wärmer. Und hier hat es einen Supermarkt. Dann können wir endlich mal ein Brezel holen oder sowas. Im Laden haben wir jetzt gerade 2 Brezeln fürs Frühstück bekommen und 2 Radler fürs Mittagessen haben wir auch noch mitgenommen. Jetzt brauchen wir bloß noch einen Platz zum Frühstücken. Morgen um 11 Uhr. Joschi macht gerade noch ein Foto. Ist aber auch traumhaft hier. Wenn man überlegt, wir haben vor 4-5 Wochen haben wir die Tour schon geplant und gerade jetzt die paar Tage, wo wir fahren, da ist super Wetter angesagt. Da haben wir also diesmal richtig fett Glück gehabt. Aber die Tage sind ja noch nicht rum, aber angesagt ist mal super für alle 4 Tage, wo wir unterwegs sind. Sind wir mal gespannt, ob das auch so kommt. Bisher gibt es nichts zu meckern. Wunderschöner Weg hier. Da muss ich dir recht geben. Wunderschön. Jetzt also Neukirchen am Großvenediger. Schön.
Strecke hat auch immer wieder ein paar Hügel für uns. Also komplett eben ist sie nicht. Nee. Hier ist der nächste Hügel. Schon wieder noch, ja. Und die Beschilderung vom Weg ist bisher auch vorbildlich. Also bisher hätten wir noch kein Navi gebraucht. Schön. Hier müssen wir uns entscheiden, ob wir entlang der Salzach oder über Bramberg fahren. Und was tät ich sagen? Wir haben uns für die Salzach entschieden. Genau. Entlang der Salzach hört sich einfach entspannter an, so direkt am Fluss entlang. Und vielleicht finden wir ein Plätzle, wo wir unser Essen machen dann. Und dann können wir da gleich in der Salzach unser Töpfle spülen. Laut Navi haben wir noch 42 Kilometer bis zum Campingplatz. Es ist jetzt fast 1 Uhr. Wir haben gesagt, jetzt tun wir mal das Mittagessen kochen und tun mal schön unsere Hochzeitssuppe essen. Ja, wie gesagt, Hochzeitssuppe machen wir. Wir haben hier zwei so Päckle mitgenommen. Hier ein halber Liter Wasser, ein Brühwürfel, ganz einfach. Wenn man so auf Tour ist, dann muss das so lang. Und es wird trotzdem eine leckere Sache, denke ich. Oder was denkst du, Yoshi? Denke ich auch. Das klingt gut. Also. Das Süpple hat jetzt gut getan. Ich würde sagen, jetzt gehen wir die letzten 40 Kilometer bis zum Campingplatz an. Ja, klingt nach einem Plan. Das klingt nach einem guten Plan. Da gehen wir los. Links von uns liegt Rettenbach und da vor uns geht das Tal richtig auseinander jetzt, es wird langsam breiter. Aber noch weiter vorne geht es wieder zusammen, wie es aussieht. Aber bisher ist schön zu fahren. Ein bisschen Gegenwind haben wir, aber ansonsten ist alles im grünen Bereich. Jetzt fahren wir gerade durch Mittersill. Und da gab es auch einen Laden wieder, da haben wir wieder zwei Radler geholt bei so einem schönen Wetter. Da haben wir gesagt, dann machen wir nachher nochmal eine Radlerpause, so nach 15, 20 Kilometer. Und ich brauche ja nichts dazu sagen.
die halt umstellen. Sag jetzt auch Christi. Christi. Christi, das musst du jetzt lernen. Wir sind in Austria. Da ist Christi. Und jetzt sind wir in Stuhlfelden. Ich muss sagen, das Austria, das haben wir schnell gelernt, die Sprache. Das war kein Problem, gell? Hier ist ja ein Motiv schöner wie das andere. Sowieso bei dem Sonnenschein. Da könntest du filmen ohne Ende, aber macht ja auch keinen Sinn. Kann man ja nicht mehr angucken. Aber ich muss mich echt zwingen, dass ich nicht zu viel die Kamera raushole. Und immer wieder hat so kleine, gemeine Buckel hier. Ja, sie tobt schon, ob man den Weg nicht unten bauen kann. Aber zwei Drittel haben wir schon. Wir haben jetzt 50 Kilometer und noch 27 bis zum Campingplatz. Also zwei Drittel haben wir weg. Den Rest packen wir auch noch. Hart, hä? Gerade übertreiben sie 60. Ja, jetzt geht es ja wieder runter. Drüben ist eben wie eine Wasserwaage. Ja? Hier jagen sie einen jeden schwachsinnigen Berg hoch. Joschi, wir sind auf der guten Seite. Endlich. Ich hatte echt einen Traum da drüben. Und immer wieder tun wir hier die Salzach überqueren, fahren mal links, mal rechts, aber jetzt ist wieder relativ eben, sehr gut zum Fahren gerade. Da kommt jetzt Bänkle, dann machen wir unsere Radlerpause. Unsere zweite Radlerpause. Ja. Hier steht ein Motor drin. E-Bike. Da wäre da ein Motor. Mit einem größeren Motor. Ja, einen richtigen Motor. Gutes Stiegelbier. Also, auf geht's zum Endspurt. Noch 22 Kilometer. Das heißt, so um 17 Uhr werden wir am Campingplatz sein. So ist der Plan. Niedernsill. Okay. Gerade war Zell am See mit 11 Kilometern noch angeschrieben. Also das meiste haben wir. Noch 5 Kilometer bis Kaprun. Land in Sicht. Aber richtig jetzt. Aber es hat jetzt doch angestrengt. Die 8 Stunden vorher erstmal dahin fahren und dann erstmal losfahren nach 8 Stunden schon auf die Beine.
das war dann schon heftig, also man merkt es halt schon. Naja, und was ich noch gar nicht erzählt habe, wir gehen zwar auf den Campingplatz, aber wir haben überhaupt kein Zelt dabei. Wir haben zwar Schlafsäcke dabei, aber kein Zelt. Wir nehmen da eine Trekkinghütte auf dem Campingplatz. Da sind wir mal gespannt, wie das Thema aussieht. Das ist hier also Kaprun. Da oben liegt die Burg Kaprun. Da fahren wir jetzt noch vorbei. Und dann müssten wir bald wieder Zell am See ankommen. Vor uns sehen wir jetzt schon Zell am See. Und dann haben wir es noch auch geschafft. Nur ein bisschen um den See rum zum Campingplatz und gut ist. Ihr seht, der Zeller See ist erreicht. Der Rest ist jetzt noch Heimspiel. Das machen wir jetzt noch ganz gechillt, hoffe ich. Also es ist ja schön hier, aber uns zieht es langsam zum Campingplatz. Und da drüben auf der anderen Seite vom See, da ist unser Campingplatz. ...78 Kilometer, und wir haben den Seecamp erreicht. Jetzt schauen wir mal, ob wir unsere Trekkinghütte auch kriegen. So sieht es also aus, ja? Dann schauen wir mal rein in die gute Bude, ja? Und? Na, ganz einfach, zwei Betten. Das war's. Okay. Und, was meinst du? Ja, sind halt zwei Betten. Ich glaube, Joschi, waren die 80 Kilometer halt zu viel, oder? Hey, bist du down? Ja. Bist du kaputt? Weniger die 80 Kilometer und mehr das nicht schlafen die ganze Nacht. Also, stimmt. Ja, Leute, wir haben uns eingelebt. Und wisst ihr, was das hier ist? Das hier ist ein Hüttenbier. Und als solches werden wir es jetzt auch trinken. Die haben kleine Bierfläschchen hier. Sag ich zu dem, er soll mir zwei Bier geben. Kommt er mit den Dingern daher und hat gesagt, du, bring gleich vier. So wohl. Eigentlich wollten wir heute noch selber was kochen, aber jetzt sind wir beide nach dem Duschen so kaputt. Inzwischen ist auch schon 19.15 Uhr. Jetzt haben wir gesagt, wir gucken da noch ins Campingstüble rein, was die Leckeres zum Essen haben. Und dann werden wir da den Abend voll ausklingen lassen. Ja, unsere Hütte ist ganz okay. Da hat es auch eine Heizung drin. Heute Nacht soll es so -3, -4 Grad geben hier in Zell am See. Insofern ist das ganz gut, dass wir Heizung haben. Und hast du was gefunden? Ich bin nicht sicher. Also vielleicht tun wir schon was. Weißt du, ob du den Rostbraten nehmen sollst? Nee. Cordon Bleu oder das Kalbsgulasch. Cordon Bleu. Na, gehen wir mal rein. He? Das ist nicht mein Essen, sondern der Gruß aus der Küche. Bestellt haben wir uns eine Pizza. Und Bier. Wie konnte das passieren? Ja, Freunde, wir sind voll gegessen. Und jetzt sagen wir mal Tschüss zu euch. Wir gehen jetzt wieder in unsere
Trekkinghütte mit unseren zwei genialen Betten und werden ziemlich zeitnah jetzt auch abspecheln. Wir haben noch einen kleinen Willi gehabt da drin und der hat uns jetzt voll den Rest gegeben. Also ich denke, wir beenden jetzt das Thema. Ich zeige euch vielleicht noch hier das See hinten, wie das beleuchtet ist. Ich weiß nicht, ob man mit der Kamera überhaupt noch was sieht, aber ich probiere es. Und ja, der morgige Tag, das wird ein zweiter Teil geben. Ich denke mal, der heutige Tag, der hat das Maß gesprengt für einen Film. Also, dann bis morgen. Bis morgen. Und tschüss.